Yo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Es ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gerade an einer Stelle, wo die Ellie uns von da oben beschützt mit einem Jagdgewehr. Und wir hier die Dudes alle ein wenig massakrieren müssen. Hier sind auch noch einige versteckt, soweit ich das weiß. Noch. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe hier das noch nie geschafft, irgendwie alle lautlos zu töten. Vor allem, weil die drei Dudes, die gucken sich direkt an. Ich weiß nicht, wie man die jetzt alle drei gleichzeitig kaputt kriegen sollte. Wir werden den jetzt einfach mal mit Pfeil und Bogen abknallen. Und dann gucken wir uns das einfach mal an, wie das weitere Spielgeschehen so ist. So, den ersten, den haben wir mal guten Pfeil durch den Kopf gejagt. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie die Steuerung ist. Bei dem Auto! Aber dafür müsste ich jetzt relativ oder wow, 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 wow. Besser im What? Wow, shit. Okay. Oh man, ich wollte gerade sagen, besser sein im Schießen, weil ich jetzt ein bisschen Übung durch Battlefield. So, jetzt haben sie sich aber wenigstens ein bisschen verteilt. Jetzt sehen wir auch noch ein paar andere, die wir gerade nicht sehen können, sehen konnten. Das kann nicht stimmen, dass die Blutrot ist. Ich glaube, Als Maul. Boah, über die Glatze geschossen, scheiße. Was war das? So, drei Pfeile für den Dude. Ja, den kriegen wir so nicht. Der andere rennt da hinten rum, Den können wir uns jetzt vielleicht packen. Oh shit. Ich glaube, dann wird uns der andere sehen. Oh, Mist. Boah, Glück gehabt. Oh, shit. Oh, fuck. Komm, steh auf, Joel. Steh auf, Joel. Weg hier. Renn doch. Ah, wie rennt man nochmal? Ah, da, genau. Okay, alles klar. Ich bin wirklich komplett aus dem Spiel raus, weil das letzte Mal, wo ich gezockt habe, Alter, das ist schon fast 3 Wochen her oder so. Da tritt denen die Birne zu Matsch. So, Leute, jetzt können wir hier Räuber und Gendarm spielen. Wo seid ihr? Da hinten? Ah, guck mal an. Weiter, ach, der ist tot. Tot. Der ist tot. Zack, den haben wir auch abgenägert. Jawohl, den hat Ellie kaputt gehauen. Okay. Ah, da ist noch einer. Oh shit. Aua, aua, aua. Da, dieser Baum. Hä? Von der Seite auch nochmal? Wo? Oh, Alter, sind die bescheuert oder was? Komm, Heilung, Heilung, Heilung. Der wirft mir doch wieder so einen Molly hin. Ich habe keine Muni mehr für die Knarre. Geht außen rum. Oh. Da sind wir noch nicht tot. Oh nein. Doch, der ist tot. Hier war gerade noch ein Lappen. Oh shit. Mein Gott. Gut gemacht. Da
Also hier dort schießen, dann habe ich echt nicht drauf. Ey. What the fuck? Hör auf mit dem Scheiß. Aua. Heilung. Komm, zackig. Ach. Boah, ich bin aber schnell verkohlt. Oh man. Ich muss auch mal erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt 3 Wochen Pause gehabt. Ja, warum haben die sich jetzt versteckt hier, die Pisser? Da steht einer. Gib's doch nicht. Alter. Ich schieße, das ist aber helle Wahnsinn doch. Der Typ mit dem Molly, ne? Wo ist der Ficker? Komm her, wollt's dich prügeln? Verpiss dich. Renn doch hier in die Deckung, Mann. Warte, ey, ohne Scheiß, was ist hier los? Übel, ey, ich hab noch was zur Scheiße. Ich komme aber mit der Steuerung noch nicht so ganz so zurecht jetzt hier. Ich spiele gerade irgendwie, glaube ich, zu viele Spiele durcheinander. So. Jetzt aber. Den töten wir jetzt leise. Ja, komm, werde ich nicht so lange. Stirb einfach. So, hier haben wir nochmal was in HP. Siehst du da drüben was? Hallo? Hey Mann, alles okay? Der ist down. Shit, da kommt direkt der nächste. Oh, da sind 2. Was? Verbindung, achso. Perle, dein Dings ist aus. Dein Controller. Hey, verteilt euch! Oh, verdammt! Naja. Oh Mist! Haben die mich jetzt gesehen, oder was? Yo. Wo wollen die mich jetzt gesehen haben? Ich muss auf den mit dem Molly aufpassen. Doch, gleich hier! Ah ja, der hat einen Helm aufgehoben. Hier in dein Gesicht. Ah, da war der Molly. Ah, falscher Knopf. Komm her, ich will dich verprügeln. Ach so, der ist down. Hat die Ellie schon gemacht? Ah, da war jetzt. Ja, korrekt. Naja, gut, 3 Versuche. So lala. Geht auf jeden Fall besser. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Eine Knarre für den Notfall? Okay. Aber wie eine Ghetto-Gangsterin erstmal hinten in die Hose gesteckt. So. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. So, jetzt durchsuchen wir natürlich erstmal wieder hier die Gegend nach Ressourcen. Munition, Lumpen, Alkohol, etc. Da ist noch ein bisschen HP, glaube ich. Da ist nur eine Flasche.
Natürlich Sammelbares. Firefly-Anhänger, Pillen. Wir brauchen ja allen Scheiß hier, um zu überleben. Da lag jetzt gerade nur Molly. Aber Molly sind wir, glaube ich, voll. Haben wir hier noch was in der Ecke? Nein. Hier liegen, glaube ich, noch Teile, genau. Teile sind natürlich auch immer gern gesehen. Da liegt nur ein Backstein. Hier ist gar nichts. Können wir die Funzel wieder ausmachen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir, glaube ich, irgendwo noch einen Firefly-Anhänger. Oh, guck mal, die grillen Ratten. Schön. Naja, man muss ja irgendwie gucken, was man so fressen kann, ne, in solchen Zeiten hier. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass die Ratten auch irgendwie ein Cordyceps in sich tragen. Also ich würde da auch nicht einfach jede Ratte fressen. Wobei die Frage wäre ja, kann man den Cordyceps, wenn man den unter Hitze setzt, damit auch vernichten? Weil Bakterien kann man ja damit auch abtöten. Und der Cordyceps ist ja, denke ich mal, auch einfach nur ein bakteriummäßiges Geschiss. Also bin jetzt kein Arzt oder so, aber könnte ich mir gut vorstellen. Hier haben wir noch einen Basie. Der hat mehr wie unsere. Ja, wir haben keine Munition mehr. Oder recht wenig. Für die beiden Waffen, die wir ausgerüstet haben. Hier geht eine Blutspur lang. Oh, Folterkammer. Da hängt einer ab. Da hängt noch einer. Können wir den boxen? Aber die hängen ja auch schon ein bisschen was länger. Da liegt was? Eine Notiz. Firefly-Notiz. Lesen. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen. Das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf die auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen. Bevor der Kampf zu Ende ist, das ist unser Land. Unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Okay. Also die hatten ziemlich einen Hass auf die Fireflies. Weil, und damit sind die ja nicht alleine. Irgendwie mögen die Fireflies keiner. Oder keiner mag die Fireflies, so rum. Wobei, soweit ich das verstanden habe, wollen die Fireflies ja nur eine gute Lösung haben. Oder aus der ganzen Scheiße vernünftig rauskommen. So, wir haben hier nochmal einen Lumpen, da haben wir nochmal einen Power Regal. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir hier so bauen können. Da lag noch Zucker. Wie ging das nochmal? So, genau. 45 Pillen haben wir noch. Da. Da bauen wir uns auf jeden Fall Medic und sogar noch ein zweites. Da können wir uns auch nochmal eine Rauchbombe bauen. Klingen. Ja komm, Klingen bauen wir uns auch nochmal da an dem Basie dran. So, dann können wir jetzt hier nämlich den Zucker wieder mitnehmen. So. Das haben wir dann auch. Was ist das? Kling. Ah, cool. Okay, das haben wir auch. Da waren wir auch überall drin. Dann können wir jetzt weitergehen. Ah ne, wir waren hier oben noch nicht. Da gehen wir natürlich auch nochmal schnell rein. Einmal schnell nach oben. Hier oben nochmal gucken, was hier so geht. Was war das? Ah, HP. Gut. HP ist immer gut. Wenn man kein Medic dafür braucht, ist das immer eine feine Sache. Hier kommen wir nochmal nach oben. Ja, L3. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich habe es schon gesehen, aber ich möchte mich gerne noch hier umschauen. So, hier haben wir nämlich so eine kleine Waffenkammer. Klingen, Sprengstoff, Lumpen und ein Pfeil. Ein Pfeil. Pfeile sind gut. Ich mag den Bogen. Ich kann zwar nicht damit umgehen, aber ich mag ihn. ja, hier haben wir
auf jeden Fall jetzt auch alle Ressourcen weg. Okay, dann können wir hier runterspringen und dann das Tor aufmachen. Das Tor zum Glück, will ich hoffen. Aber wie man das Spiel mittlerweile kennt, ist es natürlich nicht das Tor zum Glück. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Er stöhnt sich da hinweg, ey. Warte. Mach ich. So. Ja, fein hast du das gemacht. Eine schöne Idee war das. Da haben wir noch Teile. Oh, viele Teile. Da liegt noch Alkohol und Lumpen. Auch sehr schön nach so einem Fight. So, jetzt nehmen wir mal hier die Karre wieder weg. Ja, mach Loch lauter. So, dreh das Ding mal hier. Denn wir müssen wieder zu den gelben Absperrungen. So. Hier hoch, hier hoch. Und jetzt haben wir hier nochmal ein paar Pillen gefunden. Und eine Werkbank. Da gehen wir jetzt natürlich erstmal dran. Ja, weil Teile werden wir wahrscheinlich gleich eh wieder finden. So. Wir haben... Oh, 64 Teile nur. Das ist ja fast nichts. Mal los. Achso. Nachladetempo. Nachladetempo, Schussfolge. Jagdgewehr, Panzerbrechen und Munition brauchen wir nicht. Magazinkapazität können wir alles nicht machen. Da brauchen wir drei. Werkzeug Stufe 3 und 4 für. Da können wir auch nichts machen. Da können wir die Zielgeschwindigkeit noch machen. Ja, komm, dann machen wir das. Weil für den anderen Gelump brauchen wir alles mehr Werkzeuge. Hier könnten wir noch die Nachladegeschwindigkeit oder Schussfolge. Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Ermöglicht die Waffe schneller nachzuladen. Machen wir schneller nachladen, komm. So, jetzt haben wir eh keine Teile mehr. Also gehen wir direkt weiter. Weiter geht's. Ja, das ist gut. Oh. Scheiße, runter, runter. Was machen wir? Gar nichts. Uff. Ziemlich erbarmungslos, die Dudes. Da ist ziemlich viel los, was? Das soll's. Mist, kein Essen. Das ist doch hier. Wir haben nichts. Gehen wir. Ups, die haben da vorne einen auf dem Jeep aufgenagelt. Aber dabei frage ich mich, wieso laufen hier noch Leute rum, die nicht infiziert sind? Oh Mann. Also wenn ich ein normaler Mensch wäre und nicht so ein Joel, würde ich doch in der Quarantänezone bleiben, bis alles vorbei ist. Und nicht einfach irgendwie so rumlaufen. Aber gut, sei es drum. Ist nicht mein Problem. Jetzt habe ich, kaum spiele ich The Last of Us wieder, ne, fange ich wieder mit dem sei es drum an, ne? Ja, oder bei Bloodborne war das ja auch schon so. Ja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Hier sind irgendwo welche. Hunter. Oh, shit. Können wir den packen sofort? Nein. Wie haben sie es geschafft, die Crew da drüben? Boah, was? Auf mich zu boxen, Alter. Sag mal. Tickst du noch sauber, oder was? So, jetzt will ich mir dann dein Rohr nehmen. Haha, ich hab mir das Rohr von jemand anderem genommen. Da waren Revolverkugeln. Ja, die Ellie ist wieder für uns in die Bresche gesprungen. Also die ist schon ein recht cooler Partner eigentlich. Allgemein, ich mag sowieso Ellie. Ich finde die cool. Die ist ganz schön tough für ihr Alter. So, hier haben wir aber auch nichts mehr so weit. Wir könnten... Ne, können wir hier... Ne, hier können wir nicht runter. Hier lag... Doch, da lag noch was. Da liegt noch eine Notiz.
Letzte Angriffnotiz.